So, liebe Leute, seid gegrüßt. Heute melde ich mich aus unserem Hauptquartier. Und zwar auf der Seite der Regie. Letzte Woche befanden wir uns ja im Aufnahmeraum und ich habe euch die Signalkette gezeigt, die wir jetzt zum Aufnehmen verwenden. Und jetzt bin ich hier drüben in der Regie und hocke an unserem Computer. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, es kommt der ganze Kabelsalat, der kommt jetzt hier drüben an und läuft in unser Audio-Interface rein. Was ist ein Audio-Interface? Für was brauche ich so einen Kasten? Ein Audio-Interface macht jetzt aus dem Analog-Signal ein Digitalsignal und geht dann über USB-Verbindung in unseren PC rein. Ende der Durchsage im Prinzip. So ein Ding gibt es auch im Kleinen, das kann man auch für Home-Recordings verwenden und so weiter. Du kannst so ein Ding für im Endeffekt für 100 Euro kaufen, für so kleine Anwendungen für daheim. Kannst deine Gitarre da einstecken, dann verbindest du es mit dem PC und kannst das aufnehmen. Ja? Für solche Starter-Kits, also solche kleinen Audio-Interfaces, gibt es dann oft mit so einer Demo-Software, weil du brauchst die Recording-Software auch noch. Dann kannst du im Endeffekt für 100, 200 Euro dir ein kleines Heimstudio einrichten. Hier haben wir ein großes Interface. Ich benutze das Focusrite 18i20. Das ist ein 8-Kanal-Interface, also du kannst 8 Kanäle gleichzeitig aufzeichnen. Wir haben hier noch eine Erweiterung. Octapre heißt das Ding, ist auch vom Focusrite und dann kann ich praktisch weitere 8 Kanäle aufzeichnen. Wir können also 16 Kanäle gleichzeitig fahren. Für was brauche ich so eine Gaudi? Naja, wenn du ein Schlagzeug aufnimmst, dann hast du ja schon mal 8, 10 Signale auf einmal und deshalb benutzen wir diese Erweiterung. Wir gehen also mit unseren Mikrofonsignale vom Gitarrenverstärker oder vom Bassverstärker oder von was auch immer hier rein. Da geht es unter Umständen in einen Mikrofonvorverstärker rein. Ich habe hier einen Goldmic Röhrenmikrofonvorverstärker. Den benutze ich vor allen Dingen für Gesang. Klingt aber auch fantastisch, wenn ich ein Gitarrensignal zum Beispiel mit einem SM7B Mikrofon reinhole und über ein Goldmic laufen lasst, klingt es auch fantastisch. Kann man also auch, kommt auch für Instrumenten Sachen in Frage. Aber bei uns jetzt erstmal nicht vorgesehen, sondern das kommt später nur vom Gesangsmikrofon. Das heißt, wir gehen mit der Gitarre in unser Focusrite 18i20 und von da aus über USB in unseren PC rein. Des Weiteren haben wir hier einen Mikrofon, einen Kopfhörervorverstärker, weil ich ja währenddessen ich hier aufnehme auch was hören möchte und die ganzen Outputs, die wir praktisch haben, werden über diesen Kopfhörervorverstärker rausgeholt und uns auf die Kopfhörer geschickt. Kann ich mir dann einstellen, wie laut will ich das und so weiter und so fort. Könnten theoretisch mehrere Leute gleichzeitig abhören und jeder kann sich hier am Mikrofonvorverstärker seine Lautstärke einstellen. Das ist also die Situation auf unserer Regieseite. Computer, bla, bliblups. Bedien-Keyboard. Nein, wir spielen nicht Klavier, zumindest ich nicht. Es ist ein reines Bedienteil, ja, da kann ich mir auf die verschiedenen Tasten verschiedene Befehle legen, Tastaturbefehle sozusagen, und die DAW damit steuern, unsere Aufnahmesoftware. Melden uns beim nächsten Mal, machen zwei Spuren auf und nehmen was auf. So schaut es aus. Dann ist das erklärt und dann geht es auch schon los. Liebe Leute, rock on!